Novak Djokovic ist nach seiner Ausweisung aus Australien bei der Landung in Serbien von Fans begrüßt worden. In Deutschland gilt der Status der von Covid-19 Genesenen jetzt nur noch 3 Monate und die Zahl der PCR-Tests soll eingeschränkt werden. Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagt bei Ukraine-Besuch diplomatische Unterstützung zu. Neue These zum Verrat an Anne Frank. Hat es ein jüdischer Notar getan, um seine Familie zu retten? Novak Djokovic ist zurück in seiner serbischen Heimat, nachdem er bei den Australian Open nicht antreten durfte, sondern das Land wegen seiner fehlenden Covid-Impfung verlassen musste. Doch schon wartet das nächste Problem. Er könnte auch von den French Open ausgeschlossen werden, wenn er weiter ungeimpft bleibt. Eine Handvoll Fans begrüßten ihn flaggenschwenkend auf dem Flughafen von Belgrad. Djokovic hat in Serbien Kultstatus. Die öffentliche Meinung hat er auf seiner Seite. Es tut mir sehr leid für Novak. Ich hoffe, dass er bei anderen Turnieren und Grand Slams wie in Paris spielen kann. Wir schicken ihm all unsere Liebe und positive Energie. Ich hoffe, dass er einen Weg findet, an anderen Turnieren teilzunehmen, wo es ihm freigestellt ist, ob er sich impfen lässt oder nicht. Nach Australien allerdings darf Djokovic nach seiner Abschiebung für die nächsten 3 Jahre nicht einreisen. Jetzt, da die ganze Angelegenheit langsam zu einem Ende kommt, interessiert sich Serbien vor allem für 2 Dinge. Was wird Djokovic als nächstes tun? Bleibt er in Serbien und trainiert oder geht er nach Spanien? Die zweite Frage ist, was bei den nächsten Turnieren passiert? Nachdem die Organisatoren der French Open in Erwägung ziehen, ungeimpfte Spieler auszuschließen, warten alle gespannt, ob die Probleme für Djokovic weitergehen. From Belgrade for Euronews, Bojan Brkić. In Deutschland gelten nun Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, nur noch 3 statt 6 Monate lang als genesen. Damit passt das Robert-Koch-Institut die Regeln daran an, dass auch Geimpfte und Genesene sich mit der Omikron-Variante erneut anstecken können. Gleichzeitig wollen die Gesundheitsminister der Länder die Zahl der PCR-Tests begrenzen. Auch wenn die Warn-App auf Rot steht, sollen die Betroffenen in Zukunft nur noch einen schnelleren Antigen-Test machen, um die Labore zu entlasten. Die Corona-Krise war auch Gesprächsthema beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz bei seinem Amtskollegen Pedro Sanchez in Madrid. Gleichzeitig geht es darum, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit einer Drittimpfung zu versehen. Auch dafür werben wir ganz intensiv. Und zuletzt hat uns immerhin geholfen, dass wir doch eine ganze Reihe von Kontaktvorschriften haben und Sicherheitsregeln, zu denen auch die von uns all geschätzten Masken dazugehören, die dazu beigetragen haben, dass das Infektionsgeschehen nicht in der Weise gewachsen ist, wie wir lange befürchtet haben. Wir wissen, die Omikron-Variante wird uns noch lange beschäftigen und sie ist viel ansteckender als all diejenigen, die wir vorher kannten. Deshalb ist es auch richtig, dass man klug durch diese Krise manövriert und das vereint uns. Bei ihrem Besuch in der Ukraine hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock dem Land diplomatische Unterstützung zugesagt. Ukrainischen Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen erteilte sie erneut eine Absage. Gegenüber Russland schlug sie härtere Töne an. Und der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggression einen hohen Preis für das russische Regime hätte, wirtschaftlich, politisch und strategisch. Und das meinen wir sehr ernst. Hintergrund ist der massive Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze mit der Ukraine. Im Westen befürchtet man, dass es ähnlich wie bei der Annexion der Halbinsel Krim 2014 zu einem russischen Einmarsch im Nachbarland kommen wird. Russland weist diese Vorwürfe zurück. Gleichzeitig fordert der Kreml, die Ukraine vom Beitritt in die NATO auszuschließen. Baerbock betonte Deutschlands Dialogbereitschaft bei der Lösung der aktuellen Krise mit Russland.
Sie plädierte für eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats für die Lösung des Konflikts. Eine Forderung, die auch die Ukraine unterstützt. Wir brauchen Russlands guten Willen, zusammen im Rahmen des Normandie-Formates und der trilateralen Kontaktgruppe zu arbeiten. Die deutsche Außenministerin wird als nächstes nach Moskau weiterreisen. Dort sind Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov über eine Deeskalation der Lage geplant. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam unterfüttert diesen bekannten Fakt traditionell vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit Daten über die globale Ungleichheit. Während der Pandemie sanken die Einkommen für die Ärmsten der Welt weiter und trugen zum Tod von 21.000 Menschen pro Tag bei, so Oxfam. Währenddessen haben die 10 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit März 2020 mehr als verdoppelt. Das kann so nicht weitergehen. Milliardäre fliegen in den Weltraum, während ein Großteil der Menschen unter der Pandemie leidet. Eine Besteuerung dieses Reichtums würde Mittel zur Verfügung stellen, um einige der Ursachen anzugehen, warum viele Menschen nicht mit der Pandemie fertig werden. Und das ist der Zugang zur Gesundheits- und Grundversorgung. Das Weltwirtschaftsforum wird deshalb von der Hilfsorganisation gewählt, weil sich dort tausende Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik, Prominente, Aktivisten, Ökonomen und Journalisten treffen. Dabei sind auch die reichsten Männer der Welt, also Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder Investoren wie Warren Buffett. Das Gesamtvermögen dieser reichsten 10 hat sich von 700 Milliarden US-Dollar auf 1,5 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Allerdings gibt es auch unter den Superreichen Ungleichheiten. Das Vermögen von Elon Musk wuchs um mehr als 1000%, das von Bill Gates um bescheidene 30. Wer hat Anne Frank verraten? 6 Jahre lang hat ein internationales Ermittlerteam mit neuesten Techniken jahrzehntealte Spuren zur Verschleppung des in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckten Mädchens ausgewertet. Nach Angaben des Teams hat ein jüdischer Notar, Arnold Vandenberg, aus Selbstschutz die Adresse des Hinterhauses an die Nazis weitergegeben, in dem sich die Familie Frank versteckt hielt, um seine eigene Familie zu retten. Hauptbelege eine Notiz aus dem Jahr 1946 an Vater Otto Frank und ein anonymer Brief. Einer der Forscher: Wir konnten feststellen, dass dieser Brief auf der Schreibmaschine von Otto Frank geschrieben wurde, höchstwahrscheinlich 1957. Wir konnten dies verifizieren durch einen Vergleich mit anderen Briefen, die er um diese Zeit verschickte. Der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam: Das ist eigentlich eine neue Theorie, die von Verrat ausgeht, eine Theorie, deren Quelle ein Brief bekannt war, die aber nie so richtig erforscht wurde. Dieses Team hat sauber recherchiert, ein neuer Schritt, was Verratstheorien angeht, also müssen wir dies weiter untersuchen. Man müsse sehr vorsichtig sein, jemanden als Verräter an Anne Frank zu beschuldigen, wenn man sich dessen nicht 100% oder 200% sicher ist. Maar sluit u uit dat het toeval is geweest? Nee, ich glaube nicht, dass ihr auf Basis von dem Untersuch. Anne Frank wurde zum Symbol für den Holocaust durch ein Tagebuch, das sie während der Zeit ihres Verstecks im Hinterhaus geführt hatte. Sie starb kurz vor Kriegsende mit knapp 16 Jahren im KZ Bergen-Belsen. Australische und neuseeländische Militärflugzeuge sind zu Erkundungsflügen nach Tonga aufgebrochen. Sie wollen sich aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen, nachdem am Wochenende ein gigantischer Unterwasservulkan ausgebrochen war und im Pazifik einen Tsunami ausgelöst hatte. Seitdem ist die Kommunikation zum Inselstaat Tonga unterbrochen. Es ist eine herausfordernde Zeit. Die Kommunikation ist durch den Vulkanausbruch sehr gestört. Der Ausbruch war auch in anderen Teilen der Region zu spüren. Wir kennen das selbst. Wir haben die Auswirkungen auf unsere Küste gespürt, aber besonders auch in Fiji. Der Inselstaat Tonga, zu dem 170 Inseln gehören, haben Tsunami und Vulkanausbruch am schlimmsten getroffen. Die Hauptstadt Nuku'alofa liegt nur 65 Kilometer von dem Vulkan entfernt. Satelliten hatten den spektakulären Ausbruch des Unterseevulkans gefilmt, der am Samstag eine beeindruckende Aschewolke kilometerweit in die Atmosphäre geschleudert hatte. Die Eruption war so stark, dass sie auch in tausenden Kilometern Entfernung zu hören war. Die Flutwellen erreichten neben Neuseeland auch Fidschi, Japan, Alaska und Peru.
Novak Djokovic and his entourage touching down here in Belgrade too. Is it good to be home? Novak Djokovic and his entourage touching down here in Belgrade too. A lot of media attention and promises of a warm welcome by the president. Novak Djokovic and his entourage. Euronews. Vor 20 Jahren wurde erstmals Euro-Bargeld in Europa in Umlauf gebracht. Was bedeutet die gemeinsame Währung für Volkswirtschaften und Unternehmen? Ich habe in Irland recherchiert, was der Euro in der irischen Wirtschaft und in den Unternehmen verändert hat. Werfen Sie mit uns einen Blick zurück auf 20 Jahre Euro. Wie geht es mit dem Euro weiter? Thema diese Woche in Real Economy auf Euronews und euronews.com. Oliver kämpft mit Long-Covid. Mediziner fordern mehr Anerkennung für die Krankheit und hoffen auf baldige Therapien. Novak Djokovic ist nach seiner Ausweisung aus Australien bei der Landung in Serbien von Fans begrüßt worden. Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagt bei Ukraine-Besuch diplomatische Unterstützung zu. Neue These zum Verrat an Anne Frank. Hat es ein jüdischer Notar getan, um seine Familie zu retten? Oliver Gray ist Berater in Brüssel. Früher war der leidenschaftliche Musiker geschäftlich viel unterwegs. Doch seit der Brite an Long-Covid erkrankt ist, hat sich sein Leben verlangsamt. Er kann immer noch nicht schmecken oder riechen. Dein Gehirn tut weh, du fühlst dich nicht mehr normal. Aber du denkst, nach einer Weile geht es dir wieder gut. Doch ich frage mich, ob ich jemals wieder normal werde. Da
Das Schwierigste für Oliver, so sagt er, sei die fehlende Unterstützung in der Gesellschaft und durch das Gesundheitssystem. Das Problem ist, ich hatte nicht nur kein Interesse an meiner Arbeit, mir fehlte die Konzentration und ich hatte Angst, Fehler zu machen. Ich wusste, was ich sagen wollte, ich wusste, wie einer dieser Namen lautete, es war der Name einer Rechtsvorschrift oder der Name einer Studie, doch ich kam nicht drauf. Es war nicht nur so, dass ich es vergessen hätte, es war schlicht unerreichbar. Permanente Müdigkeit, Benommenheit, sogenannter Brain Fog, Gedächtnisstörungen, das sind einige der Symptome, mit denen Patientinnen und Patienten in die Praxis von Marc Jamoul im belgischen Charleroi kommen. Der Arzt erklärt, er wünsche sich mehr Mittel und mehr Anerkennung für seine Patienten und hofft, dass die Forschung zu Long-Covid schneller vorankommen werde. Mir persönlich geht es gut, meine Patienten sind jedoch in einem katastrophalen Zustand. Wenn ihnen nicht geholfen wird, werden sie obdachlos oder sozial ausgegrenzt. Oder sie werden durch eine Krankheit bloßgestellt. Eine Krankheit, für die es im Moment keine Behandlung gibt. Es gibt Erfolgsaussichten, wir suchen und suchen, doch wir haben keine spezielle Behandlung. Auch die WHO ist auf der Suche nach Antworten. Die Weltgesundheitsorganisation forderte die politischen Entscheidungsträger in Europa auf, die Komplexität von Long-Covid zu berücksichtigen. Novak Djokovic ist zurück in seiner serbischen Heimat, nachdem er bei den Australian Open nicht antreten durfte, sondern das Land wegen seiner fehlenden Covid-Impfung verlassen musste. Doch schon wartet das nächste Problem. Er könnte auch von den French Open ausgeschlossen werden, wenn er weiter ungeimpft bleibt. Eine Handvoll Fans begrüßten ihn flaggenschwenkend auf dem Flughafen von Belgrad. Djokovic hat in Serbien Kultstatus. Die öffentliche Meinung hat er auf seiner Seite. Es tut mir sehr leid für Novak. Ich hoffe, dass er bei anderen Turnieren und Grand Slams wie in Paris spielen kann. Wir schicken ihm all unsere Liebe und positive Energie. Ich hoffe, dass er einen Weg findet, an anderen Turnieren teilzunehmen, wo es ihm freigestellt ist, ob er sich impfen lässt oder nicht. Nach Australien allerdings darf Djokovic nach seiner Abschiebung für die nächsten 3 Jahre nicht einreisen. Jetzt, da die ganze Angelegenheit langsam zu einem Ende kommt, interessiert sich Serbien vor allem für 2 Dinge. Was wird Djokovic als nächstes tun? Bleibt er in Serbien und trainiert oder geht er nach Spanien? Die zweite Frage ist, was bei den nächsten Turnieren passiert? Nachdem die Organisatoren der French Open in Erwägung ziehen, ungeimpfte Spieler auszuschließen, warten alle gespannt, ob die Probleme für Djokovic weitergehen. From Belgrade for Euronews, Bojan Brkić. Der Verwaltungsratspräsident der von Finanzskandalen gebeutelten Schweizer Bank Credit Suisse hat nach einem Verstoß gegen die Quarantäneregeln des Landes seinen Job verloren. Chefaufseher Antonio Orta Osorio sei nach einer Untersuchung des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung durch den Schweizer Axel Lehmann ersetzt worden, so das Geldinstitut. Der portugiesisch-britische Doppelstaatler hatte sich am 28. November einen Fauxpas geleistet. Nach einer Reise von Großbritannien nach Zürich hätte er eigentlich 10 Tage in Quarantäne gehen müssen, doch der Topbanker verließ das Land schon nach 3 Tagen wieder in einen Privatjet. Eine Zeitung machte den Fall publik. Einen Tag später erklärte die Bank, Orta Osorio habe Selbstanzeige erstattet. Die Schweiz hatte die Quarantäneregel für Ankünfte aus einigen Ländern im November verhängt. Sie galt zum Zeitpunkt von Orta Osorios Flug aus Großbritannien, ist inzwischen aber wieder aufgehoben. Bei ihrem Besuch in der Ukraine hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock dem Land diplomatische Unterstützung zugesagt. Ukrainischen Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen erteilte sie erneut eine Absage. Gegenüber Russland schlug sie härtere Töne an. Und der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggression einen hohen Preis für das russische Regime hätte, wirtschaftlich, politisch und strategisch. Und das meinen wir sehr ernst.
Hintergrund ist der massive Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze mit der Ukraine. Im Westen befürchtet man, dass es ähnlich wie bei der Annexion der Halbinsel Krim 2014 zu einem russischen Einmarsch im Nachbarland kommen wird. Russland weist diese Vorwürfe zurück. Gleichzeitig fordert der Kreml, die Ukraine vom Beitritt in die NATO auszuschließen. Baerbock betonte Deutschlands Dialogbereitschaft bei der Lösung der aktuellen Krise mit Russland. Sie plädierte für eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats für die Lösung des Konflikts. Eine Forderung, die auch die Ukraine unterstützt. Wir brauchen Russlands guten Willen, zusammen im Rahmen des Normandie-Formates und der trilateralen Kontaktgruppe zu arbeiten. Die deutsche Außenministerin wird als nächstes nach Moskau weiterreisen. Dort sind Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov über eine Deeskalation der Lage geplant. Über 4,5 Jahre hat der Prozess in Istanbul gedauert. Jetzt ist die deutsche Journalistin Meşale Tolu von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Tolu freute sich auf Twitter über das Urteil, betonte aber, es könne die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wieder gutmachen. Die türkische Antiterrorpolizei hatte die in Ulm geborene kurdischstämmige Reporterin 2017 in Istanbul festgenommen. Danach saß sie 7 Monate lang in Haft, zusammen mit ihrem 3 Jahre alten Sohn. Tolu hatte zuvor für ein linkes Nachrichtenportal als Übersetzerin gearbeitet. Ankara warf ihr Terrorpropaganda vor. Der Fall Meşale Tolu hatte gemeinsam mit dem Fall Deniz Yücel eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst. Tolu durfte die Türkei 2018 verlassen und verfolgte das Verfahren von Deutschland aus. Der als extrem rechts eingestufte französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour ist wegen Mittäterschaft zur Volksverhetzung zu 10.000 Euro Bußgeld verurteilt worden. Wie ein Pariser Gericht entschied, soll Zemmour 100 Tagessätze zu je 100 Euro zahlen. Zemmour hatte unbegleitete minderjährige Migranten als Diebe, Mörder und Vergewaltiger bezeichnet. Zemmour will in Berufung gehen. Wer hat Anne Frank verraten? 6 Jahre lang hat ein internationales Ermittlerteam mit neuesten Techniken jahrzehntealte Spuren zur Verschleppung des in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckten Mädchens ausgewertet. Nach Angaben des Teams hat ein jüdischer Notar, Arnold van den Berg, aus Selbstschutz die Adresse des Hinterhauses an die Nazis weitergegeben, in dem sich die Familie Frank versteckt hielt, um seine eigene Familie zu retten. Hauptbelege eine Notiz aus dem Jahr 1946 an Vater Otto Frank und ein anonymer Brief. Einer der Forscher: Wir konnten feststellen, dass dieser Brief auf der Schreibmaschine von Otto Frank geschrieben wurde, höchstwahrscheinlich 1957. Wir konnten dies verifizieren durch einen Vergleich mit anderen Briefen, die er um diese Zeit verschickte. Der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam: Dies ist eigentlich eine neue Theorie, die von Verrat ausgeht. Eine Theorie, deren Quelle ein Brief bekannt war, die aber nie so richtig erforscht wurde. Dieses Team hat sauber recherchiert, ein neuer Schritt, was Verratstheorien angeht. Also müssen wir dies weiter untersuchen. Man müsse sehr vorsichtig sein, jemanden als Verräter an Anne Frank zu beschuldigen, wenn man sich dessen nicht 100 oder 200% sicher ist. Maar sluit u uit dat het toeval is geweest? Nee, ich glaube nicht, dass ich auf Basis von Untersuchungen. Anne Frank wurde zum Symbol für den Holocaust durch ein Tagebuch, das sie während der Zeit ihres Verstecks im Hinterhaus geführt hatte. Sie starb kurz vor Kriegsende mit knapp 16 Jahren im KZ Bergen-Belsen. What
did we see? How did we see it? In the absence of peace, the choice is fight. Business as usual and blah, blah, blah. Our democracy is under unprecedented assault. Or flight. Taliban fighters are trying to stop the women from continuing their protests. I don't want to be controlled. I don't want to cover my face. Some call for action now. Reduce their emissions starting now. As others still seek solutions. COVID-19 vaccine misinformation is being tackled online. While a fragile planet sends unforgettable signals. We mourn those who leave us. And we welcome new arrivals. As some doors reopen, let me show you. Around town. Others slam shut. Poland, do not want migrants to be let in. This is a huge concern for the European Union. As some find it hard to leave. Dankeschön. Others can't get in. What did we see? We saw it all. It's the desire to be disruptive. Some things are on the up, and some things go down. But the world carries on. And we continue with color. Le Festival de Cannes. With life. With pride. With joy. With curiosity. To boldly go again. We saw it all. And we saw it from every angle. Euronews. All views. Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagt bei Ukraine-Besuch diplomatische Unterstützung zu. Novak Djokovic ist nach seiner Ausweisung aus Australien bei der Landung in Serbien von Fans begrüßt worden. In Deutschland gilt der Status der von Covid-19 Genesenen jetzt nur noch 3 Monate und die Zahl der PCR-Tests soll eingeschränkt werden. Corona-Regeln missachtet. Credit Suisse-Chefaufseher verliert seinen Job. Bei ihrem Besuch in der Ukraine hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock dem Land diplomatische Unterstützung zugesagt. Ukrainischen Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen erteilte sie erneut eine Absage. Gegenüber Russland schlug sie härtere Töne an.
Und der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggression einen hohen Preis für das russische Regime hätte, wirtschaftlich, politisch und strategisch. Und das meinen wir sehr ernst. Hintergrund ist der massive Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze mit der Ukraine. Im Westen befürchtet man, dass es ähnlich wie bei der Annexion der Halbinsel Krim 2014 zu einem russischen Einmarsch im Nachbarland kommen wird. Russland weist diese Vorwürfe zurück. Gleichzeitig fordert der Kreml, die Ukraine vom Beitritt in die NATO auszuschließen. Baerbock betonte Deutschlands Dialogbereitschaft bei der Lösung der aktuellen Krise mit Russland. Sie plädierte für eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats für die Lösung des Konflikts. Eine Forderung, die auch die Ukraine unterstützt. Wir brauchen Russlands guten Willen, zusammen im Rahmen des Normandie-Formates und der trilateralen Kontaktgruppe zu arbeiten. Die deutsche Außenministerin wird als nächstes nach Moskau weiterreisen. Dort sind Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov über eine Deeskalation der Lage geplant. Novak Djokovic ist zurück in seiner serbischen Heimat, nachdem er bei den Australian Open nicht antreten durfte, sondern das Land wegen seiner fehlenden Covid-Impfung verlassen musste. Doch schon wartet das nächste Problem. Er könnte auch von den French Open ausgeschlossen werden, wenn er weiter ungeimpft bleibt. Eine Handvoll Fans begrüßten ihn flaggenschwenkend auf dem Flughafen von Belgrad. Djokovic hat in Serbien Kultstatus. Die öffentliche Meinung hat er auf seiner Seite. Es tut mir sehr leid für Novak. Ich hoffe, dass er bei anderen Turnieren und Grand Slams wie in Paris spielen kann. Wir schicken ihm all unsere Liebe und positive Energie. Ich hoffe, dass er einen Weg findet, an anderen Turnieren teilzunehmen, wo es ihm freigestellt ist, ob er sich impfen lässt oder nicht. Nach Australien allerdings darf Djokovic nach seiner Abschiebung für die nächsten 3 Jahre nicht einreisen. Jetzt, da die ganze Angelegenheit langsam zu einem Ende kommt, interessiert sich Serbien vor allem für 2 Dinge. Was wird Djokovic als nächstes tun? Bleibt er in Serbien und trainiert oder geht er nach Spanien? Die zweite Frage ist, was bei den nächsten Turnieren passiert. Nachdem die Organisatoren der French Open in Erwägung ziehen, ungeimpfte Spieler auszuschließen, warten alle gespannt, ob die Probleme für Djokovic weitergehen. From Belgrade for your news, Bojan Brkić. In Deutschland gelten nun Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, nur noch 3 statt 6 Monate lang als genesen. Damit passt das Robert-Koch-Institut die Regeln daran an, dass auch Geimpfte und Genesene sich mit der Omikron-Variante erneut anstecken können. Gleichzeitig wollen die Gesundheitsminister der Länder die Zahl der PCR-Tests begrenzen. Auch wenn die Warn-App auf Rot steht, sollen die Betroffenen in Zukunft nur noch einen schnelleren Antigen-Test machen, um die Labore zu entlasten. Die Corona-Krise war auch Gesprächsthema beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz bei seinem Amtskollegen Pedro Sanchez in Madrid. Gleichzeitig geht es darum, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit einer Drittimpfung zu versehen. Auch dafür werben wir ganz intensiv. Und zuletzt hat uns immerhin geholfen, dass wir doch eine ganze Reihe von Kontaktvorschriften haben und Sicherheitsregeln, zu denen auch die von uns all geschätzten Masken dazugehören, die dazu beigetragen haben, dass das Infektionsgeschehen nicht in der Weise gewachsen ist, wie wir lange befürchtet haben. Wir wissen, die Omikron-Variante wird uns noch lange beschäftigen und sie ist viel ansteckender als all diejenigen, die wir vorher kannten. Deshalb ist es auch richtig, dass man klug durch diese Krise manövriert und das vereint uns. Der Verwaltungsratspräsident der von Finanzskandalen gebeutelten Schweizer Bank Credit Suisse
hat nach einem Verstoß gegen die Quarantäneregeln des Landes seinen Job verloren. Chefaufseher Antonio Horta Osorio sei nach einer Untersuchung des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung durch den Schweizer Axel Lehmann ersetzt worden, so das Geldinstitut. Der portugiesisch-britische Doppelstaatler hatte sich am 28. November einen Fauxpas geleistet. Nach einer Reise von Großbritannien nach Zürich hätte er eigentlich 10 Tage in Quarantäne gehen müssen, doch der Top-Banker verließ das Land schon nach 3 Tagen wieder in einen Privatjet. Eine Zeitung machte den Fall publik. Einen Tag später erklärte die Bank, Horta Osorio habe selbst Anzeige erstattet. Die Schweiz hatte die Quarantäneregeln für Ankünfte aus einigen Ländern im November verhängt. Sie galt zum Zeitpunkt von Horta Osorios Flug aus Großbritannien, ist inzwischen aber wieder aufgehoben. Wer hat Anne Frank verraten? 6 Jahre lang hat ein internationales Ermittlerteam mit neuesten Techniken jahrzehntealte Spuren zur Verschleppung des in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckten Mädchens ausgewertet. Nach Angaben des Teams hat ein jüdischer Notar, Arnold Vandenberg, aus Selbstschutz die Adresse des Hinterhauses an die Nazis weitergegeben, in dem sich die Familie Frank versteckt hielt, um seine eigene Familie zu retten. Hauptbelege eine Notiz aus dem Jahr 1946 an Vater Otto Frank und ein anonymer Brief. Einer der Forscher: Wir konnten feststellen, dass dieser Brief auf der Schreibmaschine von Otto Frank geschrieben wurde, höchstwahrscheinlich 1957. Wir konnten dies verifizieren durch einen Vergleich mit anderen Briefen, die er um diese Zeit verschickte. Der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam: Das ist eigentlich eine neue Theorie, die von Verrat ausgeht. Eine Theorie, deren Quelle ein Brief bekannt war, die aber nie so richtig erforscht wurde. Dieses Team hat sauber recherchiert, ein neuer Schritt, was Verratstheorien angeht. Also müssen wir dies weiter untersuchen. Man müsse sehr vorsichtig sein, jemanden als Verräter an Anne Frank zu beschuldigen, wenn man sich dessen nicht 100% oder 200% sicher ist. Maar sluit u uit dat het toeval is geweest? Nee, ich glaube nicht, dass ich auf Basis von Untersuchungen. Anne Frank wurde zum Symbol für den Holocaust durch ein Tagebuch, das sie während der Zeit ihres Verstecks im Hinterhaus geführt hatte. Sie starb kurz vor Kriegsende mit knapp 16 Jahren im KZ Bergen-Belsen. Jahrelang stand der russische Regisseur Kirill Serebrennikov in Moskau unter Hausarrest. Danach hatte er ein Reiseverbot. Er gilt als einer der brillantesten Künstler seiner Generation, ist aber seit Jahren staatlicher Repression ausgesetzt. Überraschenderweise durfte er jetzt für ein Theaterprojekt nach Hamburg reisen. Wir haben den Antrag bei den offiziellen Stellen gestellt. Bitte erlauben Sie mir, nach Hamburg zu gehen, um zu arbeiten. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich persönlich dort wäre. Und sie haben die Erlaubnis einfach gegeben. 2017 konnte Serebrennikov nicht am Filmfestival in Cannes teilnehmen, wo sein Film Leto, eine musikalische Ode an die Jugend und die Freiheit, im offiziellen Wettbewerb. Er wurde beschuldigt, staatliche Subventionen veruntreut zu haben. I'm a citizen of the culture. Ich bin ein Weltbürger der Kultur. Ich lebe in dieser Sprache, in dieser Kultur, im Theater, in der Kunst. Ich liebe Russland sehr. Ich habe viele Freunde überall. Aber ich träume immer noch auf Russisch. Im Hausarrest durfte er nicht telefonieren und hatte keinen Internetzugang. Für Opernproduktionen mussten Anweisungen an Sänger und Bühnenbildner über seinen Anwalt verschickt werden. Sein Assistent inszenierte dann nach seinen Anweisungen. Für Serebrennikov ist Hamburg ein Schritt zurück in die Freiheit. Die Wirklichung. Auf Euronews. Welchen Einfluss haben Vulkane auf unser Klima? Wie stark tragen die von ihnen ausgestoßenen Gase zur globalen Erwärmung bei? Eine Reportage von den Kanarischen Inseln, gleich in Climate Now auf Euronews. We need to develop and deploy breakthrough technologies. The Internet of Things and big ideas.
Artificial intelligence is one of the big technology game changers. Let's find out more. Now in Zusammenarbeit mit Copernicus. Hallo und willkommen bei Climate Now, unserem monatlichen Update über den Zustand unseres Planeten. In unserer Reportage von den Kanarischen Inseln geht es darum, welchen Einfluss Vulkane auf unser Klima haben. Vulkanausbrüche hören wieder auf, wir Menschen nicht. Wir emittieren unaufhörlich. Beginnen wir mit den aktuellen Daten des Copernicus Climate Change Service für den vergangenen Monat. Weltweit lag der Dezember 2021 um 0,3 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020. Der sechstwärmste Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen. In Europa gab es einen auffälligen Kontrast bei den Temperaturen. Auf dieser Grafik ist zu erkennen, dass es in West- und Südeuropa im vergangenen Monat viel wärmer war als im Durchschnitt. Im Englischen in Bala wurde in der Silvesternacht ein neuer Rekordwert von 16,5 Grad erreicht. In Skandinavien, dem Baltikum und Nordrussland war es dagegen kälter als üblich. In Schweden gab es den ersten überdurchschnittlich kalten Dezember seit 2012. 2021 ist vorbei. Diese Grafik zeigt, wie sich das vergangene Jahr in den Erwärmungstrend seit 1970 einfügt. Man sieht, dass das Jahr 2021 zu den 7 wärmsten seit Beginn der Aufzeichnung gehörte, aber kühler war als vorherige Jahre. In unserer Reportage über die Auswirkungen von Vulkanen auf unser Klima ging es um die Frage, ob die von diesen Feuerbergen ausgestoßenen Gase langfristige Auswirkungen auf unsere Atmosphäre haben. Das haben wir vergangenen Monat auf den Kanaren recherchiert. Dort gab es einen Vulkanausbruch auf La Palma. Diese Landstraße am Rande der Sicherheitszone um den Vulkan von La Palma ist der perfekte Standort für die Vulkanologinnen Anna Pardo Cofrades und Catherine Heyer. Sie messen die Mengen an Schwefeldioxid, Kohlendioxid und anderen Gasen, die seit Ausbruchsbeginn im September ausgestoßen werden. Das sind die unteren Schlote, die gerade entgasen. Die weißen Rauchfahnen sind hauptsächlich Wasserdampf. Das Gas kommt aus dem Magma. Solange es dort unten Magma gibt, werden Gase ausgestoßen. Die Gase waren für die Menschen auf La Palma weniger ein Problem als die Lava und die Asche. 3000 Gebäude sind durch Lavaströme zerstört worden. Die feine Asche bedeckt alles. Es gab Gebäudeschäden und Elektrizitätsprobleme, da die Asche oft elektrisch geladen ist. Eine weitere Folge war saurer Regen. In der Gegend hatte man Probleme mit Aschefall und saurem Regen, der die Bananenplantagen bedrohte. Der saure Regen wird durch Schwefeldioxid verursacht, ein hochreaktives Gas, das vom Vulkan ausgestoßen wird. Diese Animation zeigt, wie sich das Gas während des Ausbruchs weit über La Palma hinaus ausbreitete. Das SO2 kann die Luftqualität beeinträchtigen und bildet bei größeren Eruptionen winzige Partikel, die eine kurzfristige, kühlende Wirkung auf das Klima haben können. Aber was ist mit dem Kohlendioxid des Vulkans? Wie bedeutend ist der Treibhausgasausstoß von La Palma? Die Kohlendioxidkonzentrationen sind sehr stark angestiegen. Aber das geschah lokal begrenzt und über einen sehr kurzen Zeitraum. Zu seinen Hochzeiten stieß der Vulkan bis zu 3000 Tonnen CO2 pro Tag aus. Das mag viel klingen, aber im Vergleich zu menschlichen Emissionen ist es wenig. Vergleicht man diesen Wert beispielsweise mit den Emissionen des Luftverkehrs von 330.000 Tonnen pro Tag, so machen die Emissionen eines so kleinen bzw. mittelgroßen Vulkans ein Hundertstel der Emissionen allein des Luftfahrtsektors aus. Das ist absolut vernachlässigbar.
Der CO2-Ausstoß aller Vulkane weltweit zusammengenommen liegt unter 1% der vom Menschen verursachten Emissionen. Vulkane gibt es schon länger als uns und der Klimawandel hat erst mit der industriellen Revolution begonnen. Ich glaube also nicht, dass wir den Vulkanen die Schuld an diesem Klimawandel geben können. Das war's für heute. Mehr Infos zum Klimawandel gibt es auf unserer Webseite euronews.com/climatenow. Bis zum nächsten Mal. Climate Now in Zusammenarbeit mit Copernicus. Novak Djokovic and his entourage touching down here in Belgrade. Is it good to be home? Novak Djokovic and his entourage touching down here in Belgrade to a lot of media attention and promises of a warm welcome by the president. Novak Djokovic and his entourage. Im Business nicht nur darum geht, schnell zu sein, sondern vor allem darum, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Weil keiner besser sein kann, wenn er wieder Mainstream denkt. Immer und überall geben wir Ihnen eine andere Sicht der Märkte. Denn Wirtschaft ist vor allem eine Vision. Euronews. Eine andere Sicht auf die Wirtschaft. Novak Djokovic ist nach seiner Ausweisung aus Australien bei der Landung in Serbien von Fans begrüßt worden. Während der Pandemie sanken die Einkommen der Ärmsten weiter, während Superreiche ihr Vermögen mehr als verdoppeln konnten. Australische und neuseeländische Militärflugzeuge auf Erkundungsflügen nach gigantischem Vulkanausbruch in Tonga. Novak Djokovic ist zurück in seiner serbischen Heimat, nachdem er bei den Australian Open nicht antreten durfte, sondern das Land wegen seiner fehlenden Covid-Impfung verlassen musste. Doch schon wartet das nächste Problem. Er könnte auch von den French Open ausgeschlossen werden, wenn er weiter ungeimpft bleibt. Eine Handvoll Fans begrüßten ihn flaggenschwenkend auf dem Flughafen von Belgrad. Djokovic hat in Serbien Kultstatus. Die öffentliche Meinung hat er auf seiner Seite. I'm so sorry about Nole and, es tut mir sehr leid für Novak. Ich hoffe, dass er bei anderen Turnieren und Grand Slams wie in Paris spielen kann. Wir schicken ihm all unsere Liebe und positive Energie. Ich hoffe, dass er einen Weg findet, an anderen Turnieren teilzunehmen, wo es ihm freigestellt ist, ob er sich impfen lässt oder nicht.
Nach Australien allerdings darf Djokovic nach seiner Abschiebung für die nächsten 3 Jahre nicht einreisen. Jetzt, da die ganze Angelegenheit langsam zu einem Ende kommt, interessiert sich Serbien vor allem für 2 Dinge. Was wird Djokovic als nächstes tun? Bleibt er in Serbien und trainiert oder geht er nach Spanien? Die zweite Frage ist, was bei den nächsten Turnieren passiert. Nachdem die Organisatoren der French Open in Erwägung ziehen, ungeimpfte Spieler auszuschließen, warten alle gespannt, ob die Probleme für Djokovic weitergehen. From Belgrade for your news, Bojan Brkić. In Deutschland gelten nun Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, nur noch 3 statt 6 Monate lang als genesen. Damit passt das Robert-Koch-Institut die Regeln daran an, dass auch Geimpfte und Genesene sich mit der Omikron-Variante erneut anstecken können. Gleichzeitig wollen die Gesundheitsminister der Länder die Zahl der PCR-Tests begrenzen. Auch wenn die Warn-App auf Rot steht, sollen die Betroffenen in Zukunft nur noch einen schnelleren Antigen-Test machen, um die Labore zu entlasten. Die Corona-Krise war auch Gesprächsthema beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz bei seinem Amtskollegen Pedro Sanchez in Madrid. Gleichzeitig geht es darum, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit einer Drittimpfung zu versehen. Auch dafür werben wir ganz intensiv. Und zuletzt hat uns immerhin geholfen, dass wir doch eine ganze Reihe von Kontaktvorschriften haben und Sicherheitsregeln, zu denen auch die von uns all geschätzten Masken dazugehören, die dazu beigetragen haben, dass das Infektionsgeschehen nicht in der Weise gewachsen ist, wie wir lange befürchtet haben. Wir wissen, die Omikron-Variante wird uns noch lange beschäftigen und sie ist viel ansteckender als all diejenigen, die wir vorher kannten. Deshalb ist es auch richtig, dass man klug durch diese Krise manövriert und das vereint uns. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam unterfüttert diesen bekannten Fakt traditionell vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit Daten über die globale Ungleichheit. Während der Pandemie sanken die Einkommen für die Ärmsten der Welt weiter und trugen zum Tod von 21.000 Menschen pro Tag bei, so Oxfam. Währenddessen haben die 10 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit März 2020 mehr als verdoppelt. Das kann so nicht weitergehen. Milliardäre fliegen in den Weltraum, während ein Großteil der Menschen unter der Pandemie leidet. So how to address that taxing? Eine Besteuerung dieses Reichtums würde Mittel zur Verfügung stellen, um einige der Ursachen anzugehen, warum viele Menschen nicht mit der Pandemie fertig werden. Und das ist der Zugang zur Gesundheits- und Grundversorgung. Das Weltwirtschaftsforum wird deshalb von der Hilfsorganisation gewählt, weil sich dort tausende Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik, Prominente, Aktivisten, Ökonomen und Journalisten treffen. Dabei sind auch die reichsten Männer der Welt, also Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder Investoren wie Warren Buffett. Das Gesamtvermögen dieser reichsten 10 hat sich von 700 Milliarden US-Dollar auf 1,5 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Allerdings gibt es auch unter den Superreichen Ungleichheiten. Das Vermögen von Elon Musk wuchs um mehr als 1000%, das von Bill Gates um bescheidene 30. Über 4,5 Jahre hat der Prozess in Istanbul gedauert. Jetzt ist die deutsche Journalistin Meşale Tolu von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Tolu freute sich auf Twitter über das Urteil, betonte aber, es könne die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wieder gutmachen. Die türkische Antiterrorpolizei hatte die in Ulm geborene kurdischstämmige Reporterin 2017 in Istanbul festgenommen. Danach saß sie 7 Monate lang in Haft, zusammen mit ihrem 3 Jahre alten Sohn. Tolu hatte zuvor für ein linkes Nachrichtenportal als Übersetzerin gearbeitet. Ankara warf ihr Terrorpropaganda vor. Der Fall Meşale Tolu hatte gemeinsam mit dem Fall Deniz Yücel eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst. Tolu durfte die Türkei 2018 verlassen und verfolgte das Verfahren von Deutschland aus. Der als extrem rechts eingestufte französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour ist wegen Mittäterschaft zur Volksverhetzung zu 10.000 Euro Bußgeld verurteilt worden. Wie ein Pariser Gericht entschied, soll Zemmour 100 Tagessätze zu je 100 Euro zahlen. Zemmour hatte unbegleitete minderjährige Migranten als Diebe, Mörder und Vergewaltiger bezeichnet. Zemmour will in Berufung gehen.
Australische und neuseeländische Militärflugzeuge sind zu Erkundungsflügen nach Tonga aufgebrochen. Sie wollen sich aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen, nachdem am Wochenende ein gigantischer Unterwasservulkan ausgebrochen war und im Pazifik einen Tsunami ausgelöst hatte. Seitdem ist die Kommunikation zum Inselstaat Tonga unterbrochen. Es ist eine herausfordernde Zeit. Die Kommunikation ist durch den Vulkanausbruch sehr gestört. Der Ausbruch war auch in anderen Teilen der Region zu spüren. Wir kennen das selbst. Wir haben die Auswirkungen auf unsere Küste gespürt, aber besonders auch in Fiji. Der Inselstaat Tonga, zu dem 170 Inseln gehören, haben Tsunami und Vulkanausbruch am schlimmsten getroffen. Die Hauptstadt Nuku'alofa liegt nur 65 Kilometer von dem Vulkan entfernt. Satelliten hatten den spektakulären Ausbruch des Unterseevulkans gefilmt, der am Samstag eine beeindruckende Aschewolke kilometerweit in die Atmosphäre geschleudert hatte. Die Eruption war so stark, dass sie auch in tausenden Kilometern Entfernung zu hören war. Die Flutwellen erreichten neben Neuseeland auch Fidschi, Japan, Alaska und Peru. Das Europaparlament in Straßburg wählt an diesem Dienstag eine oder einen neuen Parlamentspräsidenten. Erwartet wird, dass die maltesische Abgeordnete Roberta Metsola zur neuen Vorsitzenden gewählt wird. Die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei leitete in den vergangenen Tagen die Geschäfte bereits kommissarisch. Wir wollen eine Erneuerung eines Parlaments, das nach vorne schaut, mit einer sehr modernen Art, Politik zu machen. Ebenfalls zur Wahl steht Alice Bah-Kuhnke. Für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament ist bei der Abstimmung Fortschritt und Sachverstand wichtig. Dies sei keine Frage des Geschlechts. Endlich betrachten die einzelnen Fraktionen Kompetenz als den wichtigsten Faktor, den ein Kandidat mitbringen sollte. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, eine der kompetenten Personen zu sein. Zufällig haben wir mehrere Frauen unter den Kandidaten, was großartig ist. Unter den Kandidaten der kleineren Fraktionen ist auch die spanische Abgeordnete Sira Rego von den Europäischen Linken. Sie sagt, sie kandidiere nur symbolisch, aber mit einem größeren Ziel. Wir brauchen soziale Stärke, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, um für jede Herausforderung gewappnet zu sein. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie verwundbar wir sind, wenn öffentliche Dienstleistungen wegfallen. Diese sind für uns elementar, genauso wie die Beschäftigungspolitik und gerechte Löhne. Kosma Czotowski tritt für die europäischen Konservativen und Reformer an. Er erklärt seine Haltung zum Streit Brüssels mit Budapest und Warschau. Wir sprechen über die Rechtsstaatlichkeit in Polen oder in Ungarn, doch ich bin entschiedener Gegner davon, hier im Parlament alles gemäß der Rechtsstaatlichkeit zu machen. In my opinion, not. Der plötzliche Tod von David Sassoli kam am Ende seiner 2,5-jährigen Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments. Das Verfahren für seine Nachfolge war bereits geplant. Die oder der nächste Vorsitzende wird die 32. Präsidentin des Europaparlaments. This is the time for the world to listen. This is such a pivotal moment in our existence. This is our future. There's an opportunity for me to make an impact. We need to look after this planet so it can look after us. Auf Euronews. Entdecken Sie Vorzeigeprojekte zur Förderung von Regionen in ganz Europa. Unsere Region ist aus der Isolation herausgekommen. Erfahren Sie, wie Sie das Leben verbessern. Zusammen ist man klüger. Erleben Sie Menschen, die davon profitiert haben. Kleine Gesten können viel bewirken. Darum geht es in Smart Regions auf Euronews und euronews.com.
Oliver kämpft mit Long-Covid. Mediziner fordern mehr Anerkennung für die Krankheit und hoffen auf baldige Therapien. Novak Djokovic ist nach seiner Ausweisung aus Australien bei der Landung in Serbien von Fans begrüßt worden. Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagt bei Ukraine-Besuch diplomatische Unterstützung zu. Neue These zum Verrat an Anne Frank. Hat es ein jüdischer Notar getan, um seine Familie zu retten? Oliver Gray ist Berater in Brüssel. Früher war der leidenschaftliche Musiker geschäftlich viel unterwegs. Doch seit der Brite an Long-Covid erkrankt ist, hat sich sein Leben verlangsamt. Er kann immer noch nicht schmecken oder riechen. Dein Gehirn tut weh, du fühlst dich nicht mehr normal. Aber du denkst, nach einer Weile geht es dir wieder gut. Doch ich frage mich, ob ich jemals wieder normal werde. Das Schwierigste für Oliver, so sagt er, sei die fehlende Unterstützung in der Gesellschaft und durch das Gesundheitssystem. Das Problem ist, ich hatte nicht nur kein Interesse an meiner Arbeit, mir fehlte die Konzentration und ich hatte Angst, Fehler zu machen. Ich wusste, was ich sagen wollte, ich wusste, wie einer dieser Namen lautete, es war der Name einer Rechtsvorschrift oder der Name einer Studie, doch ich kam nicht drauf. Es war nicht nur so, dass ich es vergessen hätte, es war schlicht unerreichbar. Permanente Müdigkeit, Benommenheit, sogenannter Brain Fog, Gedächtnisstörungen, das sind einige der Symptome, mit denen Patientinnen und Patienten in die Praxis von Marc Jamoul im belgischen Charleroi kommen. Der Arzt erklärt, er wünsche sich mehr Mittel und mehr Anerkennung für seine Patienten und hofft, dass die Forschung zu Long-Covid schneller vorankommen werde. Mir persönlich geht es gut. Meine Patienten sind jedoch in einem katastrophalen Zustand. Wenn ihnen nicht geholfen wird, werden sie obdachlos oder sozial ausgegrenzt. Oder sie werden durch eine Krankheit bloßgestellt. Eine Krankheit, für die es im Moment keine Behandlung gibt. Es gibt Erfolgsaussichten. Wir suchen und suchen, doch wir haben keine spezielle Behandlung. Auch die WHO ist auf der Suche nach Antworten. Die Weltgesundheitsorganisation forderte die politischen Entscheidungsträger in Europa auf, die Komplexität von Long-Covid zu berücksichtigen. Novak Djokovic ist zurück in seiner serbischen Heimat, nachdem er bei den Australian Open nicht antreten durfte, sondern das Land wegen seiner fehlenden Covid-Impfung verlassen musste. Doch schon wartet das nächste Problem. Er könnte auch von den French Open ausgeschlossen werden, wenn er weiter ungeimpft bleibt. Eine Handvoll Fans begrüßten ihn flaggenschwenkend auf dem Flughafen von Belgrad. Djokovic hat in Serbien Kultstatus. Die öffentliche Meinung hat er auf seiner Seite. Es tut mir sehr leid für Novak. Ich hoffe, dass er bei anderen Turnieren und Grand Slams wie in Paris spielen kann. Wir schicken ihm all unsere Liebe und positive Energie. Ich hoffe, dass er einen Weg findet, an anderen Turnieren teilzunehmen, wo es ihm freigestellt ist, ob er sich impfen lässt oder nicht. Nach Australien allerdings darf Djokovic nach seiner Abschiebung für die nächsten 3 Jahre nicht einreisen. Jetzt, da die ganze Angelegenheit langsam zu einem Ende kommt, interessiert sich Serbien vor allem für 2 Dinge. Was wird Djokovic als nächstes tun? Bleibt er in Serbien und trainiert oder geht er nach Spanien? Die zweite Frage ist, was bei den nächsten Turnieren passiert. Nachdem die Organisatoren der French Open in Erwägung ziehen, ungeimpfte Spieler auszuschließen, warten alle gespannt, ob die Probleme für Djokovic weitergehen. From Belgrade for Euronews, Bojan Brkić. Der Verwaltungsratspräsident der von Finanzskandalen gebeutelten Schweizer Bank Credit Suisse hat nach einem Verstoß gegen die Quarantäneregeln des Landes seinen Job verloren. Chefaufseher Antonio Orta Osorio sei nach einer Untersuchung des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung durch den Schweizer Axel Lehmann ersetzt worden, so das Geldinstitut. Der portugiesisch-britische Doppelstaatler hatte sich am 28. November einen Fauxpas geleistet. Nach einer Reise von Großbritannien nach Zürich hätte er eigentlich 10 Tage in Quarantäne gehen müssen, doch der Top-Banker verließ das Land schon nach 3 Tagen wieder in einen
Privatjet. Eine Zeitung machte den Fall publik. Einen Tag später erklärte die Bank, Horta Osorio habe selbst Anzeige erstattet. Die Schweiz hatte die Quarantäneregel für Ankünfte aus einigen Ländern im November verhängt. Sie galt zum Zeitpunkt von Horta Osorios Flug aus Großbritannien, ist inzwischen aber wieder aufgehoben. Bei ihrem Besuch in der Ukraine hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock dem Land diplomatische Unterstützung zugesagt. Ukrainischen Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen erteilte sie erneut eine Absage. Gegenüber Russland schlug sie härtere Töne an. Und der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggression einen hohen Preis für das russische Regime hätte, wirtschaftlich, politisch und strategisch. Und das meinen wir sehr ernst. Hintergrund ist der massive Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze mit der Ukraine. Im Westen befürchtet man, dass es ähnlich wie bei der Annexion der Halbinsel Krim 2014 zu einem russischen Einmarsch im Nachbarland kommen wird. Russland weist diese Vorwürfe zurück. Gleichzeitig fordert der Kreml, die Ukraine vom Beitritt in die NATO auszuschließen. Baerbock betonte Deutschlands Dialogbereitschaft bei der Lösung der aktuellen Krise mit Russland. Sie plädierte für eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats für die Lösung des Konflikts. Eine Forderung, die auch die Ukraine unterstützt. Wir brauchen Russlands guten Willen, zusammen im Rahmen des Normandie-Formates und der trilateralen Kontaktgruppe zu arbeiten. Die deutsche Außenministerin wird als nächstes nach Moskau weiterreisen. Dort sind Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov über eine Deeskalation der Lage geplant. Über 4,5 Jahre hat der Prozess in Istanbul gedauert. Jetzt ist die deutsche Journalistin Meşale Tolu von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Tolu freute sich auf Twitter über das Urteil, betonte aber, es könne die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wieder gut machen. Die türkische Antiterrorpolizei hatte die in Ulm geborene kurdischstämmige Reporterin 2017 in Istanbul festgenommen. Danach saß sie 7 Monate lang in Haft, zusammen mit ihrem 3 Jahre alten Sohn. Tolu hatte zuvor für ein linkes Nachrichtenportal als Übersetzerin gearbeitet. Ankara warf ihr Terrorpropaganda vor. Der Fall Meşale Tolu hatte gemeinsam mit dem Fall Deniz Yücel eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst. Tolu durfte die Türkei 2018 verlassen und verfolgte das Verfahren von Deutschland aus. Der als extrem rechts eingestufte französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour ist wegen Mittäterschaft zur Volksverhetzung zu 10.000 Euro Bußgeld verurteilt worden. Wie ein Pariser Gericht entschied, soll Zemmour 100 Tagessätze zu je 100 Euro zahlen. Zemmour hatte unbegleitete minderjährige Migranten als Diebe, Mörder und Vergewaltiger bezeichnet. Zemmour will in Berufung gehen. Wer hat Anne Frank verraten? 6 Jahre lang hat ein internationales Ermittlerteam mit neuesten Techniken jahrzehntealte Spuren zur Verschleppung des in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckten Mädchens ausgewertet. Nach Angaben des Teams hat ein jüdischer Notar, Arnold Vandenberg, aus Selbstschutz die Adresse des Hinterhauses an die Nazis weitergegeben, in dem sich die Familie Frank versteckt hielt, um seine eigene Familie zu retten. Hauptbelege, eine Notiz aus dem Jahr 1946 an Vater Otto Frank und ein anonymer Brief. Einer der Forscher: Wir konnten feststellen, dass dieser Brief auf der Schreibmaschine von Otto Frank geschrieben wurde, höchstwahrscheinlich 1957. Wir konnten dies verifizieren durch einen Vergleich mit anderen Briefen, die er um diese Zeit verschickte. Der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam: Dies ist eigentlich eine neue Theorie, die von Verrat ausgeht. Eine Theorie, deren Quelle ein Brief bekannt war, die aber nie so richtig erforscht wurde. Dieses Team hat sauber recherchiert, ein neuer Schritt, was Verratstheorien angeht. Also müssen wir dies weiter untersuchen. Man müsse sehr vorsichtig sein, jemanden als Verräter an Anne Frank zu beschuldigen, wenn man sich dessen nicht 100 oder 200% sicher ist. Maar sluit u uit dat het toeval is geweest?
Nein, ich glaube nicht, dass ich auf Basis von dem Untersuch... Anne Frank wurde zum Symbol für den Holocaust durch ein Tagebuch, das sie während der Zeit ihres Verstecks im Hinterhaus geführt hatte. Sie starb kurz vor Kriegsende mit knapp 16 Jahren im KZ Bergen-Belsen. Super, 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 super